Willkommen zurück zu Risen 2, dem Spiel, wo wir langsam sich Pirat werden. Jetzt ist es nämlich soweit. Wir geben unser letztes Dings hier ab und müssten dann hoffentlich mal ein bisschen XP kriegen bei Schwarzbart. Ja. Ich habe noch was, das dich überzeugen könnte. Ich habe einen gefangenen Piraten befreit. So? Wen? Lago. Er saß in Puerto Sacarico im Turm. Gut gemacht, Junge. Wir Piraten müssten zusammenhalten. Vor allem gegen die Inquisition. Naja. Ich hab den Schatz von O'Brien gefunden. Viel beeindruckender, dass du ihm die Karte abgeluchst hast. Du verträgst was. Das gefällt mir. Ruine geplündert? Cool, das kann ich auch angeben. Ich habe eine Ruine geplündert. Die alten Tempel sind Ruhestätten der Ahnen. Wenn du ihre Schätze klaust, werden sie zornig. Damit werde ich fertig. Noch echt das jetzt? Wie sieht's aus? Nimmst du mich an Bord? So, dann lass mich mal nachdenken. Du siehst der Gefahr ins Auge. Die Sache mit Hank. Lago befreit. O'Briens Schatz. Hast dich den Versunkenen gestellt. Eine Ruine geplündert. Vergiss nicht den Rum. Natürlich! Der Rum! Was ist jetzt? Meine Tochter hatte recht. Du bist zu gebrauchen. Wenn du den Schwur leistest, bist du dabei. Yay, neuer Rang Pirat. Wuhu. Warte mal, bevor wir den Piratenschwur machen, ich möchte gucken, ob ich da irgendwie rauskomme aus der Geschichte. Warte mal, Piratenkleidung, ich habe das Seidenhemd. Ich versuche jetzt alles so zusammenkriegen, dass ich maximales Edelschuhe. Ne, genau, die Piratenschuhe bringen nämlich keine Punkte in der Hinsicht. Bunte Hose? Habe ich keine andere Hose? Habe ich keine Piratenhose oder so? Achso, die Piratenklamotten ersetzen Hemd und Hose oder was? Nee, tun sie nicht. Abgelaufene Stiefel, die kann ich jetzt wissen, mal verkaufen. Die Hose muss ich also behalten, das ist ja toll. Na gut, das haben wir auf jeden Fall so viel Silberzunge, wie ich nur haben kann, ne? 45 Silberzunge ist eigentlich nicht gerade viel, ne? Ja, mehr wird es wahrscheinlich nicht. Na gut. Das ist eigentlich auch nur 5 mehr Rüstung. Die ich überhaupt noch dazu kriege, oder? Durch die richtigen Klamotten. Na, die Piratenklamotten bringen auch nochmal 10. Ah, das bringt schon ein bisschen was. So. Quick Save. Was soll ich schwören? Jeder Pirat, der mit mir segelt, schwört auf sein Blut, dass er dazugehört. Du wirst Teil meiner Mannschaft. Wir segeln und kämpfen gemeinsam. Es gibt kein Zurück mehr. Kein Aussteigen. Es sei denn, du stirbst. Wie wird die Beute geteilt? Jeder kriegt seinen Anteil. Obwohl ich keine Kaperfahrt vorhabe. Wir wollen uns doch die Waffe holen. Schon vergessen? Welche Aufgabe habe ich an Bord? Da du weder ein Smoothie noch ein Steuermann bist, wirst du da helfen, wo du gebraucht wirst. Krähenwache, Segel setzen, alles was anfällt. Naja. Wohin geht die Reise? Wir segeln zur Schwertküste von Arborea. Crow, dieser verfluchte Hund, ist dorthin aufgebrochen und er hat die Waffe, die du suchst. Wenn du den Schwur leistest, hole ich die Jungs an Bord. Danach soll es dann auch losgehen. Also, wenn du mit einem von der Mannschaft noch was zu bequatschen hast, dann mach das jetzt. Alles klar, ich weiß Bescheid. Dann mach dich bereit, den Schwur zu leisten. Er macht da ein riesen Ding draus. Wer ist dieser Crow? Der Captain der Ghost ist ein düsterer Kerl. Ich bin mit ihm gesegelt. Aber jetzt hat er sich Mara verschrieben. Was macht er an der Schwertküste? Jedenfalls nichts Gutes. Wir werden rausfinden, welche Pläne er verfolgt. Freiwillig würde uns die Waffe nicht überlassen. Also werden wir sie ihm abnehmen. Klar? Ei. Na, dann legen wir los. Ich lege den Schwur ab. Dann mal runter mit den Klamotten. Was? Wir werden heute Nacht einen wahren Teufelskerl in unsere Mannschaft aufnehmen. Jeder, der zu meiner Mannschaft gehören will, muss den Blutschwur leisten. Blutschwur? Schnauze, sprich mir nach. Ich gebe mein Blut für meine Mannschaft. Ich gebe mein Blut für meine Mannschaft. Ich gebe mein Blut für den Captain. Ich gebe mein Blut für den Captain. Wir teilen unser Blut, unsere Schätze und unsere Feinde. Der Schwur ist ewig. Ein Leben lang und über den Tod hinaus. Willkommen in der Mannschaft. Jetzt trinken wir. Kannst du nicht anständig gehen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt hier irgendwie...
dass wir irgendwie das hier gleich das bitterlich bereuen werden, weil wir wahrscheinlich untot enden. So, Pirat, ab sofort bist du dabei. Unser Ziel ist die Schwertküste. Wir machen uns bereit zum Ablegen. Als Neuer an Bord hast du die Ehre, den Befehl zum Ablegen zu geben. Du segelst jetzt mit den Besten. Also, streng dich an, Kleiner. Und hier, trink mal einen Schluck. Auf die bärtige Jungfrau! Ich schau mal, was die Kombüse so hergibt. Und? Du bist jetzt dabei. Also, hör auf den Captain und führ deine Befehle aus. Und steh nicht im Weg rum. Und? Mag Lola dich noch zu sagen? Na du, Pirat? Ich wusste, dass du es schaffst. Klar, auf zu neuen Taten. Der Alte will einfach nichts über seinen Schatz erzählen. Aber ich werde dranbleiben. Jetzt lass uns hier verschwinden. Verschwinden? Meinst du, wir zwei machen es uns irgendwo unter Deck gemütlich? Hey, nein, ich meinte uns alle. Ablegen, Segel setzen. Aber die Fahrt dauert ja eine Weile. Da findet sich bestimmt eine Gelegenheit. Ich glaube, sie hasst mich. So sind sie halt, die Weiber. Ich wette, Lola vermisst mich jetzt schon. Nee, ich glaube nicht. Achso, das ist quasi mein dauerhafter Tricklerner. Was hältst du von dem Neuen, ha? Ist zu gebrauchen. Stahlbart war schon mal leichter zu beeindrucken. Ja, ja, die gute alte Zeit. Aha, also was wir getan haben, war schon recht viel. Die Kutte ist schon ganz cool, die wir jetzt haben, dass also sie schon direkt damit dabei war. Na denn. Alles bereit machen zum Ablegen! Achtung! Wer gehört, ihr faulen Hunde? In die Wanden! Runter mit dem Fetzen! Klar machen zum Ankerlichten! Yay, wir legen ab. Du verlässt Takarigua. So, da sind wir also. Wenn Crow glaubt, er kann sich hier vor mir verstecken, hat er sich mächtig geirrt. Weißt du, wo er ist? Nein, aber ich wette, die Galgenvögel oben am Turm können uns weiterhelfen. Wo genau sind wir eigentlich? Was für ein Turm? Hast du Muscheln auf den Augen? Da oben, das Ding mit den beiden Halunken drauf. Ich hab schon vom Meer aus gesehen. Mit denen werden wir fertig. Vermutlich, aber wir sollten uns vorher mit ihnen unterhalten. Mal sehen, was sie uns zu erzählen haben. Man kann immerhin zugute halten. Wann hat Patty eigentlich so einen riesengroßen Säbel bei? Gute Nacht, Marv. Man kann eigentlich Piranha aber zugute halten, dass sie schon immer irgendwie Piraten hatten, ne? Schön wieder, dass das Schiff eigentlich ist eigentlich ganz schön großes Schiff. Dieses so am Horizont liegt, hat der noch was zu sagen? Was macht Crow so gefährlich? Eigentlich ist er ein Dummkopf. Ich glaube, er hat sich noch nie ein Buch von innen angesehen. Dann dürften wir ja leichtes Spiel haben. Unterschätze niemals einen Mann, der weiß, was er will. Schon gar nicht einen Mann wie Crow. Er ist wie ein Raubtier. Und wenn man ihn in die Ecke drängt, macht ihn das nur noch gefährlicher. Was erwartet uns hier? Abgesehen von Crow, blutrünstige Wilde und ein Haufen schießwütiger Protektoren, würde ich meinen. Klingt richtig einladend. Ei. Bin mal gespannt, wie Crow mit denen fertig geworden ist. Ab hier ist das Spiel übrigens, also neben noch so ein paar kleinen Gefechten, ist das Spiel dann, glaube ich, irgendwie für mich so semi-blind, weil ich mich nicht an mehr erinnern kann, bei Erik Reichweite damals gesehen zu haben. Was denkst du? Ich denke, wir sollten uns hier mal umsehen. Wenn wir hier Wurzeln schlagen, bringt uns das nicht weiter. Wie mache ich mich? Wenn es nach mir ginge, sollten wir nicht so viel herumtrödeln. Ich mache doch schon, was ich kann. Ja, aber mach es halt noch ein bisschen schneller, okay? So, dann hab ich jetzt tatsächlich eine Crew. Nee, immer noch nicht. Also kann ich mal davon ausgehen, dass Stahlbart wahrscheinlich gleich einen Unfall erleidet. Kann ich mal ein paar Klamotten verkaufen und dann... Und das ist mein Schiff wird oder so. Aber interessant, dass Patty den Schwur nicht geschworen hat, ne?
So. Da muss ja denn irgendwas hinter sein, oder? Wenn er halt der Meinung ist, er möchte nicht, dass Patty den Spur schwört. Weil Gründe. Mir folgen beide, das ist ja schön. An sich sollte ich das wahrscheinlich ausnutzen und erstmal irgendwie 20.000 andere Sachen machen, bevor ich die Quest weiterspiele. Einfach um die Kampfesstärke der beiden auszunutzen. Warum liegen denn hier schon zwei Gold in so einer Truhe? Ja, ihr macht das, ne? Weil ich weigere mich eigentlich hier gegen was zu kämpfen. Erkladen. Oh, diesen Kabel kriegt natürlich mich an. Ich will Schaden, Patty, mit ihrer dummen Pistole macht. Das ist ein schlechter Scherz. Alter. Wieder ein total lästiges Vieh. Schön, dass hier wieder so ein Wasserfall ist. Ich liebe es ja, neben Wasserfällen Missionen zu machen. Folgen wir überall hin eigentlich? Für sich einen Spielstand erstellt und genau dort nachts schon die Folgen, okay. Was ist das hier Schönes? Wer macht es? Dunkeldürrer. Also Glück. Warte, ich muss hier mal kurz meine Ausrüstung wechseln. Weil ich dachte nicht, dass ich zu. Aua, aua! Ja, roll dich halt in die Gegner rein. Ja, natürlich, roll dich noch mehr in die Gegner rein. Begleiter, würdet ihr bitte mal anfangen? Ja. Hallo? Also wenn die nicht gerade tanken, sind die zu nichts zu brauchen, ne? Der Wasserfall, das haben sie jetzt an. Das sind vielleicht zum ersten Teil. Also unsere Reise geht hier schon gut los, ne? Aber die anderen beiden Viecher haben sie ja tot gekriegt, ne? Muss man die mal lassen. Oh, was ist das hier noch? Steckt hier ein Schwert im Stein? Tatsächlich, kann das was? Altes Schwert, dann wahrscheinlich nicht. Oh ja, ein Gold einzeln einsammeln, das liebe ich ja. Vor allem, wenn es Geräusch macht, das wäre es ein ganzer Haufen Gold. Was ist das hier für Wurzeln? Goldbrocken? Ah, noch ein Goldader. Schön. Deutsche Federmäuse. Ja, alles in diesem Spiel per Definition Gold. Deutsch. Kann ja gar nicht anders sein. Naja, aber Jens Hüter, wo die Bäden dabei gehabt waren, ne? Zumindest zwei von den Viechern haben sie ja weggeblockt. Wie viel Skill da habe ich eigentlich? Ich habe 1000 Ruhm. Ich könnte also nochmal Klingen leveln. Wahrscheinlich eigentlich, was das alte Schwert macht. Tatsächlich weniger Schaden, als wenn die Ziel ist. Interessant, dass eigentlich irgendwie alle Schwerter gleichzeitig noch Stichwaffen plus bringen. Da ist schon ein Zwergflame auf in der Bude. Hast du das Fenster zu weit offen gelassen? Die irgendwann sagen, uns langsam reicht es uns, wir kehren um. Oh, was ist denn das Schönes? Raptoren? Knast? Kündert euch irgendwie Raptoren. Ich mache hier. Das ist tatsächlich ein Feuervogel. Ah. Also gerade so Damage-Wunder sind die ja nicht, ne? Großes Geflügel. Also diese saurierartig aussehenden Viecher. Die droppen Geflügelfleisch. Wäre auch nicht schlecht. Der muss dein Zimmer wach, weil du bringst die Freitags immer Bier mit. Ja, genau. Hier sind noch mehr von den Viechern. Hier hinten ist so ein großes offenes Gelände. Hier sind doch bestimmt wieder. Was ist denn das hier? Kann man auf die Piranhas zielen? Wir greifen nämlich einfach nur an. Okay, sind keine Piranhas. Na gut. Ich dachte schon. Aber hey, eine Muschel. Das wäre natürlich noch schöner, wenn ihr mir wirklich helfen sollt und nicht immer die Viecher selber halt kaputt haben muss. Zumindest ist es relativ klar zu sehen, warum die Feuervögel bleiben. Und wie machen meine Begleiter außer mit ihren Seitenwaffen keinen Schaden, ne?
Ja, jetzt dreh dich halt zu mir um, genau. Ich glaube, die wollen Kugeln sparen, meine Begleiter. Niemand legt sich mit einer Stahlbart an. Okay, ich kriege das erst nicht kommentiert, oder? Ja, ne, also das ist mit dem... Ich habe nicht mal eine Lokalkarte hier, ne? Du willst keine Lokalkarte dieser Region. Arr. Das ist ja ein Elend. Nochmal Feuervögel. Zusammen packen wir das. Ja, ja, zusammen, ganz gewiss. Macht das mal. Viel Spaß! Verdammt! Okay, die Feuerspeien, die Viecher. Aber hier bleibt wieder die große Regel, wenn die Gegner groß sind. Ja, dann ist natürlich klar. Wenn die Viecher groß sind, ist das leichteste zu besiegen. Weil die Viecher sind trotzdem langsamer als zum Beispiel die Sandteufel. Im Großen und Ganzen. Alter Herr! Ja, roll dich halt. Das ist das Nerv. So, hier die. Wie bei Haxus. Dann tauchen mich Manus und Media auf. Ja, aber gut, Manus. Na gut, Manus konnte man tatsächlich nicht durch, nur durch Ausweichen besiegen. Ich mache jetzt trotzdem mal die Hauptquest weiter und rennst du diesen Turm da. Das ist sonst, glaube ich, ein bisschen quatschig hier, wenn ich jetzt hier stundenlang alle möglichen Seitenviecher pflege. Stimmt, Manus konnte man gar nicht nur durch Rollen legen, ne? Weil das ging nicht. Das hätte nicht geklappt. Weil der dadurch, dass er. Abgestürzt? Oder fängt sie es wieder? Ja, das ist auf jeden Fall nur das Spiel. Na, kommt da noch was? Das hatte ich ja neulich schon mal, dass das Spiel so gehangen hat und dann hat sich es doch wieder gefangen. Das sieht lustigerweise nur beim Stream. Sieht döde aus. Ja, ziemlich, ne? Aber die Musik läuft noch weiter. Obwohl wir das bei der Musik ist immer so eine Sache. Das wissen wir bis zum nächsten Lied ja nicht. Ah, ich würde sagen, das. Ja, sperrt sie da sich. Na gut, dass ich gerade gespeichert habe, oder? Oh, das kann ich nicht rausgetappt. Oh, ist das elend. Kann ich das hier so beenden? Also offiziell ist es beendet. regelmäßiges Speichern ist so wichtig. Man weiß gar nicht, wie wichtig das ist. Es gibt bei. Oder es gab, wurde ja gepatcht, bei Cyberpunk 2077 einen Bug, dass du deine Savegames korrumpierst, wenn du. Wenn der Spielstand länger als 8 Minuten ist. Was halt passiert. Ach gut, nice. Oh, 1 von 10. Das brauchen wir anscheinend noch. Und das passiert halt, wenn du irgendwie viele Gegenstände craftest oder dein Inventar besonders voll ist, dann wird halt irgendwann dein Savegame größer, dann korrumpierst du halt deinen Spielstand. Und das ist ein Problem, weil die Leute halt immer nur einen Spielstand überspeichern. Dann komme ich daher! Der halt dann irgendwie einen Speicherordner hat, der irgendwie 20 GB groß ist, weil ich halt jedes Mal ein neues Savegame anlege und das, mir das nicht zu fein ist. Das sieht sehr sportlich aus, wie sich da hochwirft, ne? Ich muss sagen, ich vermisse Klettern schon so ein bisschen, ne? Also von den Bouldern. Ich vermisse das wirklich. Na, das mal machen. Ich gerade sowas sehe da. Und da hinten hat es einen großen Tempel. Bestimmt plündern. Ich ahne und befürchte mich immer noch, dass ich dieses dumme, dämliche Götzending, was ich da geklaut habe, dass ich das immer noch mal zurückpacken muss oder so. Ich springe mal nicht runter, komme nämlich ganz schnell wieder hoch. Ich habe auf der Insel hier noch keinen Schnellreisepunkt. Ey, noch mehr Affen. Juhu. Sollte ich das irgendwie seltsam finden, dass hier die gleichen Viecher leben wie woanders? Wo ist eigentlich Patty hin? Hat sie nicht geschafft. Patty ist nicht so kraftvoll, die kann nicht klettern. Ja, aber mich hat es keine Einträge gekostet. Das war alles super. Also nochmal Krallen machen. Keinen Plan, wo wir übrigens hinwollen, ne? Anscheinend nicht hierher. Eigentlich. So, wie haben wir Patty verloren, ne? Für Patty immer nochmal wiederkriegen? Hatte ich auch schon wieder auf. Bestimmt. Die werden ja wohl. Hey, wir können mal in der Truhe gedanken ohne Probleme.
Achso, das ist dieses Schlösser mit nur vier Dingern, die kriegst du halt automatisch immer so auf, ne? Das ist toll! Gut, dass wir Truheklang gelernt haben. Ich glaube nicht, dass sich Schlösserknacken wirklich schon motorisiert hat. Obwohl, dadurch, dass ich... Nee, das muss ich ja nicht knacken, das Ding, was ich ausgegraben habe. Nee, hat's wahrscheinlich nicht. Das heißt amortisiert, nicht motorisiert. Danke. Wahrscheinlich, dass die Ratten nicht noch braten kann für Schätze. Die ist halt einfach weg. Die muss ich hier unten am Strand auflesen. Quick save. Kann man Duellvideos anfechten? Bestimmt. Nur einer? Ja, die Ratte ist schon besiegt. Aua. Aua. Also die Krieger sind ja an sich gut, ne? Also irgendwie... Hä? Sind das Geister? Der ist schon wieder weg. Es kann nicht sein, dass hier die Typen immer verschwinden, wenn ich die besiege. Die Verbrecher sollten überlegen, die rechte Musik von der Plattform vertreibt haben. Das passiert bei einigen alten Spielen, oder? Die kaufen die halt um Verein, ne? Dann haben die Rechte gar nicht so richtig unter Kontrolle. Also ich nehme mal stark an, dass es in diesem Spiel auch so ein Nautilus-Zauber oder sowas oder wahrscheinlich einen Nautilus-Trank gibt. Ich habe ihn bloß leider noch nicht. Mir fehlt das passende Ding. Verdammt. Dafür. Wenn ich jetzt so ein Jade-Idol von einer anderen Insel sagen mal hätte, wäre das bestimmt total gut. Scheiße. Ich wusste es, dass ich bereuen werde, das Ding verkauft zu haben. Obwohl, da ist noch eins. Die sind anscheinend erstmal okay. Da hätte ich mich auch schnell durchrollern können, oder? Rituale? Der Schamane der Shaganumbi sperrte all die Gedanken der Verstorbenen in die Flasche. Solange sie geschlossen bliebe, würden alle nachfolgenden Generationen von ihrer Weisheit profitieren. Sollte sie jedoch geöffnet werden, würde der Zorn der Toten über sie hereinbrechen. Den Rest kann ich nicht entziffern. Das klingt doch schon mal ganz gut, ne? Und damit beende ich mal diese Episode.